Es ist ein bewusstes Zeichen der Solidarität und der Unterstützung für die Menschen in der Ukraine, dass diese Reise gleich zu Beginn meiner zweiten Amtszeit nach Kiew geht. Ich treffe dort Präsident Zelensky und die österreichische Delegation reist auch mit konkreter Hilfe im Gepäck an, etwa dringend benötigte Generatoren. Ja, Österreich ist militärisch neutral. Aber wir sind keineswegs neutral in unserer Haltung. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen für ihr Land und für die Zukunft ihrer Kinder. Und wir helfen ihnen dabei.